Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Non-Farm Payrolls Live Trading. Schon wieder ein Monat vorbei und ich freue mich, dass Dirk trotzdem wieder dabei ist. Ja, wie immer an der Stelle, mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich auf das Webinar, ich freue mich auf die Teilnehmer. Es wird wieder sehr, sehr, sehr gut besucht. Und da wir jetzt ein paar Minuten Verspätung haben, gehe ich mal direkt zum Risikohinweis, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, ob der Dirk heute ein Live-Trading macht oder nicht. Ja, okay, dann lieber Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Ich hoffe, du hast soweit alles fertig und hast nicht zu viel verloren und wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Ja, das hoffe ich auch, dass ich soweit hier alles am Start habe. Wenn nicht, kann es dann halt eben sein, dass ich nochmal irgendwie kurz unterbrechen muss. So, dann sage ich auch mal Hallo und herzlich willkommen heute zum NFP Live Trading. Der Nelson hat es gerade schon gesagt, ich habe es hier wirklich gerade geschafft, mir auf den allerletzten Drücker wirklich meine ganze Vorbereitung für den DAO irgendwie zu killen. Und da musste ich jetzt gerade so ein bisschen nochmal das zusammentragen, deswegen hat es gerade einen Moment gedauert. Also ganz komplett habe ich es nicht, aber ich weiß natürlich, was ich gemacht habe. Im Zweifelsfall muss ich dann halt eben jetzt gleich noch sozusagen in Echtzeit dann so ein bisschen zeichnen. So, wir haben heute wieder NFPs, das heißt Arbeitsmarktdaten, was so ein bisschen schade ist. Also wer heute meinen Blog gelesen hat, der weiß, wie ich heute drauf bin. Ich habe mich nämlich sehr über mich selbst geärgert. Ich hatte ja auch am Dienstag schon im Live-Trading-Webinar gesagt, wenn sich jetzt die Möglichkeit bieten sollte, hier eine, für die NFPs halt einen Trade vorzubereiten, weil es meistens irgendwie ein Donnerstag oder manchmal auch schon zwei Tage vorher ist, dann werde ich das halt posten. Und ich habe halt so ein bisschen das, was der Markt davor gehabt hat, leider verkannt. Das heißt, der Trade, den ich da vorbereitet habe, der ist 250 Punkte auf Anhieb ins Plus gelaufen. Aber ich habe dann halt irgendwie so ein paar Sachen übersehen, die ich selbst am Dienstag noch gesagt habe und habe es dann kurzerhand leider komplett falsch eingeschätzt. Und das ist natürlich sehr schade. Und das freut mich natürlich wahnsinnig, nicht über mich. Und das kratzt natürlich jetzt so ein bisschen, ne? Ist natürlich ein bisschen doof. Also, weil das ja halt, weil ich es auch noch angekündigt habe und es war wirklich so eine schöne Gelegenheit eigentlich im DAO. Aber wenn man dann halt irgendwie mit der falschen Idee irgendwie die Woche startet und bis dahin dann alles gut läuft und dann halt irgendwie aber verkennt, dass das eigentlich ganz anders laufen sollte, und das ist natürlich dann ärgerlich. Ich werde euch das gleich mal zeigen, hier auch im Bild, damit man das mal versteht, was da halt eigentlich passiert ist. Kurzer Rede, langer Sinn. Ich schalte jetzt einfach mal direkt drüber und dann gucken wir uns das ganze Ding mal an. Also ich starte halt nochmal mit dem DAO und so, dass man halt gleich auch mal sieht, was gemeint ist. Und ich mache das hier mal gerade noch groß. So. Ach ja. Dein Bild sieht man nicht. Freut ja, ich muss so den Klickschalter mal wegmachen. Ah, okay. Da ist es zugeklebt. Ja, man weiß ja nie, ne? So, könnte ja mal gehackt werden. So. Nein, Quatsch, das war nicht der Grund, das war natürlich ein anderer. Nein, ich habe hier immer so einen Streifen drüber, dann kann ich so die Belichtung ein bisschen austricksen. Und die war ein bisschen weit nach links. Ja, so, und schon ist heller. So, obwohl, das sieht so brav aus, ne? Hier mit dem weißen Hemd, mit dem kleinen Bild. So, irgendwie passt das ja gar nicht. Okay. Wie dem auch sei. Also, ich gehe mal hier in den DAO. So, den habe ich mir halt vorhin, wie gesagt, verschossen. Ich habe es aber weitgehend wieder hergestellt. Also zumindest mal halbwegs, damit man mal sieht, was da eigentlich los ist. Also, ich habe ja am Anfang der Woche gesagt, die Wochenkerze, ganz schnell, wenn das halt so startet, wie es also erstmal nach oben und dann bleibt am Ende oftmals nicht viel als halt irgendwie ein Docht da drin, so zum Wochenende hin. Das sah auch zunächst ganz gut aus. Das heißt, hier sind wir ja gestartet, irgendwo halt Montag, ne, erstmal hoch. So, und dann halt hier, das war dann halt irgendwie vorgestern, glaube ich,
das hat auch den Punkt hier super sauber gehabt. Irgendwie war ein Schlusskurs dann im H1, genau hier an so einer Linie, die ist jetzt hier nicht mehr drin, die ist auch jetzt nicht mehr wichtig. Ich zeichne es trotzdem mal kurz ein, damit man mal den Hergang auch so ein bisschen versteht. Hier bei der 483 müsste das gewesen sein. Das war fast exakt auf jeden Fall der Schlusskurs da oben. Oder 85, 86, also in dem Dreh. Und dann ist er halt schön hier runtergerauscht. So, und hier genau an der Stelle war dann halt auch der Entry, den ich dann genannt habe am Mittwochabend. Und wie gesagt, das könnte funktionieren. Um 9 Uhr war das tatsächlich. Und was passiert? Plapp, 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 fällt wunderbar runter, sogar mit einem Gap hier unter die 586. So, man dachte, ja, wunderbar, wenn das die Geschichte war und wir rauschen dann halt nach Süden durch. Und dann haben wir hier natürlich eine schöne Nummer. So, kann man ja mal rechnen, wie viele Punkte das halt hier sind. Das war auf jeden Fall schon irgendwie mehr als ordentlich, ne? Für gerade mal irgendwie 2 Stunden. Und ja, erwischt schräge Linien, genau. Ich komme gleich dazu. Gibt es ja bei mir normalerweise nicht schräge Linien, aber ich erzähle da gleich was dazu. Und so, hier mit dem Gap runter, wobei ich da auch schon gedacht habe, direkt Gap zu, das ist eigentlich schon wieder nicht bärisch. Und habe dann halt irgendwie die Kiste ausgemacht und habe dann noch gesagt, so, okay, wenn wir einen Rücklauf kriegen, die zeichne ich jetzt aber mal noch ein hier, die werden wir eventuell brauchen, bis zur 12, Quatsch, 23.788 oder sowas müsste das sein, oder 80, hier um den Dreh. So, die mache ich mal jetzt grün. Die wäre natürlich, ansonsten war die erstmal blau bis rot. So, habe ich gesagt, wenn wir da runterlaufen, Rücklauf bis dahin, weil ich ja schon damit gerechnet habe, dass dieses Cluster, was wir halt hier unten sehen, dass das entsprechend halt schon deutlich reagieren sollte. Wobei ich aber auch gesagt habe, hier so bei 780, also jetzt hier 779, da ist eigentlich dann halt auch irgendwie für meinen Geschmack reicht das und dann ist gut und dann hätte ab hier einfach wieder plopp runterfallen können. So, der Haken an der ganzen Sache war aber, und deswegen ärgere ich mich auch, es geht ja nie darum, irgendwie zu sagen, ja, hätte ich mal, ne? An der Stelle muss ich halt nur sagen, hätte ich mal irgendwie mir selber zugehört, was ich am Dienstag gesagt habe. Da habe ich nämlich halt gesagt, wir haben hier einen Ausbruch, ne? Also das Ding halt long, das war soweit alles gut. Und da habe ich noch gesagt, hier fehlt ein Backtest auf der 586. Da müsste der eigentlich dippen, wenn er das wirklich oben raus schaffen will. So, und am Mittwoch, was wir hier gehabt haben, war dann tatsächlich einfach nur der Dip in dieses Cluster. Und was dann passiert ist, haben wir dann gestern Morgen gesehen, ist direkt mit Karacho dann halt nach oben. Und damit war halt das Short Setup natürlich hier bei dieser Kerze. Ich mache es mal ein bisschen größer. Allein bevor ich hier gleich wieder im Bild sitze, hier allein diese Kerze, ja, das war die Ausbruchskerze, 9 Uhr, da war das Ding halt eigentlich schon erledigt, ne? Weil da war halt meine Schmerzgrenze und ja, das ist natürlich dann blöd. Gut, es gab einen Teilverkauf nach irgendwie 200 oder 140 Punkten, alles gut und schön, aber trotzdem sollte es halt so dann halt nicht sein, ne? Wenn man selber halt irgendwie sich nicht zuhört und immer irgendwie erzählt von Paritätsumkehr. Und dann halt auf gut Deutsch gesagt, zu blöd ist, das dann halt auch umzusetzen. Weil natürlich, wenn, ja, also den Bonus hier, die 240 Punkte, die waren ja dann, müsst ihr nicht mal einrechnen, aber wenn man einfach nur hingegangen wäre und hätte ab hier dann natürlich dann halt erstmal den Long gekauft und dann mal zugeguckt, weil das, der da oben hin, mindestens hinläuft, das lag eigentlich auf der Hand. So, und da hätten wir mal zugucken können und dann halt mal sehen, wie die Reise weitergeht. Und hier habe ich gestern Morgen sogar noch geschrieben. Bei dem Anstieg habe ich gesagt, ja, das ist jetzt eigentlich eher long. Was mich aber stört, ist halt, dass die 23.854 nicht bestätigt sind. Was macht er gestern Abend? Genauso wie am Abend davor auf dem letzten Drücker hier den nächsten Dip. Und dann ging die Reise weiter und hier oben durch das Gap durch, was dann heute geschlossen wurde. Hurra, ne? Das ist natürlich dann halt mega ärgerlich. So. Und weil es war alles so offensichtlich, aber wenn man blind ist und wie gesagt seine eigenen Ansätze dann halt irgendwie schafft zu vergessen, dann ist einem halt auch nicht mehr zu helfen. So, entsprechend bin ich heute gut gelaunt und dass ich hier nicht dabei bin und hier reinkommen, ob das überhaupt gelingt, das steht jetzt echt auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Warum ich die schrägen Linien drin habe? Ganz einfach, hier sieht man es tatsächlich dann an der Stelle wirklich mal deutlich, ja, dass das halt einfach ein Ausbruchssetup war. Und natürlich handelt man da nicht im ersten Anlauf long durch, das ist halt auch klar, ne? Aber wenn man sich das im Gesamtkontext mal anguckt, also das sind Setups, die habe ich früher wirklich schon relativ oft eigentlich gehandelt. Und deswegen ist das hier auch mal drin. Aber da sieht man schon deutlich, ne?
dass es halt auch dazu einfach super gepasst hat. Plus eben die Annahme, dass die hier gestern Abend gefehlt haben. Also selbst wenn ich vorgestern geschlafen habe, gestern hätte ich es nicht mehr machen dürfen. Ja, da hätte ich, spätestens da hätte ich dann irgendwie schalten müssen. Ich meine, ich war hier unten auch kurz long, habe es aber nicht großartig gepostet, nur geschrieben, ich kaufe mal den Dip. Das war aber auch schon ein bisschen höher. Und ja, jetzt haben wir halt die Erklärung, warum das so gelaufen ist. So, für diejenigen, die jetzt halt hier das Setup, ich glaube, die kann man irgendwie ganz schlecht erkennen, ne? Die grauen Linien, die Knapp grünen eine Linien. Ich habe Minute das, noch, nur zur Info. ja, ich habe das hier auf die Schnelle eingezeichnet. Und deswegen, sorry, wenn das jetzt alles nicht so unfassbar gut leserlich ist. Genau, jetzt NFPs. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, jetzt hier einen Trade aufzumachen. Erstmal sehe ich halt nur, dass er halt wieder wunderbar hier oben drin läuft. Und ich würde jetzt halt, also hier rein reaktionsmäßig will ich gar nichts machen. Ich glaube, das ist irgendwie sinnlos. Vielleicht reagiert er jetzt hier nochmal an dem alten Hoch bei der 0,85. Das kann sein. Einfach mal gucken, wie schnell er jetzt hier in den Markt, wie er sich überhaupt bewegt. Und dann kann man da schon überlegen, ob man da halt nicht dann doch mal irgendwie einen Trade hier irgendwo aufmacht bei der 24,085. Nur jetzt halt irgendwie ein paar Sekunden vorher reinspringen, hier mitten im Nichts, das macht für mich jetzt irgendwie gar keinen Sinn. Also das bringt mir jetzt hier nichts. Also das wäre jetzt auf jeden Fall plausibel. Mal gucken, ob er da jetzt irgendwie Lust drauf hat. Ich gehe mal hier auf M15. Ein paar Sekunden haben wir ja noch. Aber das wäre halt auf jeden Fall machbar. So, erstmal hoch. Die dürfte, könnte falsch sein. Die Bewegung. Die könnte wirklich falsch sein. Weil jetzt hier aus dem Stand da oben mit von dem Niveau glaube ich noch nicht dran. Also Zahlen besser als erwartet oder Ja. weniger schlimm als erwartet, sagen wir es mal so. Weniger schlimm, ja. Das ist natürlich echt auch so ein Ding, ey. So, 229. Ja, da wird er tendenziell, würde ich mal behaupten, eher nicht. So, komm, den. Ja, na super. Einstellen sollte man schon richtig. So, aber den kann man, glaube ich, mal wagen hier mit einer kleinen Size. An der Stelle. Oh, mein Server. Das wäre halt hier nochmal einfach die Oberseite vom Gap, auch wenn Gap Close natürlich erstmal generell halt bullish ist, keine Frage. Aber dass das hier so aus dem Stand funktioniert, ohne zumindest mal halt irgendwie die Hochs vom Vortag da getestet zu haben, das ist doch sehr. Schon ein bisschen abenteuerlich. So, mal gucken, wenn die fertig ist. Sollte man die erstmal relativ schnell sichern. Sind jetzt hier irgendwie 20 Punkte, ist natürlich jetzt nicht die Welt, ist halt auch klar. Aber plausibel wäre natürlich schon, von mir aus kann er noch irgendwie ein kleines neues Hoch machen, solange es nicht übertreibt da oben. Aber ansonsten sollte der eigentlich nochmal, würde ich schon mal tippen, dass wir hier komplett nochmal auf Anfang zurücklaufen. Aber reagiert hier ein bisschen stark. Ja, Positionsgröße wie immer nicht das Thema. Es geht hier darum, die Bewegung halt abzupassen. Hier stehen wir halt auch auf so einem Cluster halt drauf. Das ist soweit okay. Ich will auch hier jetzt noch gleich enger rangehen, wenn die Minute fertig ist. Greift ihm auch ein bisschen vor. Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen zu knapp, ne? Aber kann halt schon sein. Also hier wäre der POC, das wäre halt jetzt so irgendwie mal die erste Anlaufstelle. Mal gucken, ob ich hier den
Trail irgendwo aktiviert kriege. Ja. Aber dass wir hier aus dem Stand direkt da halt hinlaufen, no way. Und wie gesagt, es kann jetzt schon noch irgendwie ein Nachtreter dann halt auch nach oben kommen. Das ist natürlich schon möglich. Bin hier knapp über dem POC. Also POC ist der Point of Control. Das ist da, wo heute das meiste Volumen gedreht wurde. So, ich aktiviere den jetzt mal. So, mal gucken, ob wir da jetzt halt durchschießen oder ob wir nach oben reagieren. Aber es auf jeden Fall war das, glaube ich, schon relativ sauber jetzt auch vom Entry her. So, hier haben wir den TA-Trail. Mal gucken, was der jetzt kann. Ja, okay, erstmal raus, ne? So, das waren doch jetzt erstmal schöne 70 Punkte oder was waren das, ne? Also, auch wenn ich vorhin gedacht habe, so, okay, wir kommen erst runter, Aufsitzer auf der 085, wenn das andersrum macht, und dann machen wir es halt auch so, ne? Passt ja. So. Gucken gerade, wie viele Punkte waren das jetzt irgendwo? Ja, 68 Punkte, das ist doch okay. So. Also, ich mache halt bei den Webinaren immer eher eine kleine Size, weil es halt irgendwie mich dann ich nicht auch noch irgendwo zusätzlich dann halt stresst, weil so die ganzen Sachen immer gleichzeitig machen, das ist halt echt immer so eine Nummer, gerade halt irgendwo bei News. Aber wenn man das natürlich mit der normalen Size halt gemacht hat und macht es halt, kann man sich ja dann selber ausrechnen, was da rauskommt. Was hätte ich meine TL? 4,53, da wäre dieser Trade genau auf der TL gelandet hätte. Ah, okay. Ja. Aber ich denke mal, so generell war das ja schon ganz nett. Ne? So, jetzt gucken wir uns mal an. Also jetzt gibt es hier wahrscheinlich so ein bisschen Gezuppel. Wie gesagt, ich glaube halt einfach nicht. Und also rein vom Bild her, dass wir jetzt so ohne weiteres da oben rauslaufen. Das ist halt irgendwo, dafür war der Anstieg mir gestern irgendwo auch eine Nummer zu krass. Deswegen hat es auch hier oben höchstwahrscheinlich dann auch die ganze Zeit fleißig konsolidiert an der Stelle. Aber was man dann natürlich halt jetzt wieder schön sieht, ne, das ist halt einfach, dass die Levels halt ganz gut vom Markt halt hier antizipiert werden, ne, dass der Markt die halt einfach erkennt. Und klar ist jetzt halt das Gap. Von daher war das jetzt nicht so wahnsinnig schwer, aber halt eben auch generell, wenn man halt wie hier jetzt, was wir halt morgen ja haben, wenn man da halt so eine Geschichte halt hat, ne. Also, es ist ja halt einfach ein ganz klares bärisches Engulfing. Und da spielen die News jetzt erstmal auch keine Rolle. Ne? Also, egal, ob die jetzt irgendwie positiv, negativ sind, wir kleben hier irgendwo an der Decke. Wir haben hier ein bärisches Engulfing und hier unten auch keine Supports irgendwo gesehen überhaupt. Ne? Also, hier der Aufsetzer auf dem Hoch, das reicht halt einfach nicht. Und das sollte ja schon mal hier irgendwo an diesen Punkt, also diese 085, das war ja halt schon so ein bisschen markanter halt die ganze Zeit. Ich mache die auch mal ein bisschen dicker. Und das ist ja schon so ein bisschen markanter, die Geschichte. Ja, das sieht man ja hier deutlich zweimal abgeprallt. Und der kommt nicht hoch, behaupte ich mal jetzt, ohne zumindest mal bis dahin aufzusetzen, wenn eher nicht sogar noch eine Runde tiefer. Und wobei es dann halt ein bisschen schwerer wird, das da halt dann auch entsprechend auszuloten. Ne? So, aber jetzt hier auch so eine schräge Linie nochmal aufsetzt. Da bin ich dann halt raus. Ne? Das ist also, das würde ich dann auch nicht mehr handeln und auch schon gar nicht hier unten. Das weiß man ja aus meinen etlichen Ausführungen, so ein EMA 200, der da halt irgendwie zufällig in der Gegend rumliegt, würde ich auch nicht handeln. Hier wird es natürlich dann wieder super passen. Ja? Also, wenn wir jetzt als Beispiel hier runterkommen, so mal bis dahin, ja, und dann halt irgendwie nochmal hochziehen, kann sein. Ja? Also, warum nicht? Ne? Weil wenn sie es übertreiben, ist schon möglich. Wahrscheinlich gibt es auch fibotechnisch hier irgendwie eine 76, würde ich jetzt auch mal vermuten. Ohne es gemessen zu haben, kann man ja mal gucken, was da rauskommt. Hier nochmal beim Anstieg. Ja, ne? Guck, 76, aber ganz genau. Aber ist ja auf den Tick genau, habe ich hier gemalt. Das war jetzt Zufall, aber das ist halt jetzt einfach mit Augenmaß. Also würde tatsächlich Sinn machen. Mich würde dann eher der EMA da unten halt nochmal stören, dass der da unten liegt, weil ich mag die Dinger eigentlich nicht. Und wenn man sich gerade mal anguckt, hier die letzten Tage drauf, drüber, drunter, also das ist halt irgendwie,
glaube ich, ein bisschen sinnlos, da halt irgendwie dann was drauf zu bauen. Dann eher halt noch so, geht durch. Ein Stück weit zumindest. Ne? War gestern hier auch wieder, setzt dann drauf auf und dann geht es doch halt irgendwie, wie viel waren das hier? Fast 100, naja, nicht ganz, 80 Punkte dann irgendwie durch und damit kann man nichts anfangen. Das sind halt relevanter dann schon Levels, die man sich dann auf diese Art und Weise dann halt holt. Aber hier muss ich natürlich gestehen, ich würde mich jetzt da auch nicht dagegen wehren, ja, also wenn das nachher irgendwie am Stück, ohne da oben zu halten, runterkommt, dann wäre das halt hier schon so ein Entry, wo man sich, glaube ich, mal dran trauen könnte. Und also hier in dem Bereich, was haben wir da? Mal gucken, ich mache die einfach, nee, mache ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich mache die mal ins Trade, das geht ja hier gar nicht in dem Fenster. Ne, aber halt hier so, dass wir die letzte abwärts bewegen, also 29.940. Ne, das wäre halt schon denkbar. Ich mache es mal hier dick in grün. Und wenn wir da halt nochmal hinkommen, also wie gesagt, wichtig wäre halt nur, dass er nicht jetzt noch da oben noch irgendwo großartig scheitert und auch kein neues Hoch macht, sondern da, dass wir da halt dann nachher mit der Kassaeröffnung dann möglichst dann vielleicht sogar halt oder heute Abend oder wann auch immer, dass das wirklich in einer Bewegung müsste das laufen. Also wirklich als Dip, genau wie halt hier auch, wenn das als Dip funktioniert und dann wäre das halt okay. Dann hätten wir hier auch nach wie vor keine Verletzung von dem letzten Tief. Das passt alles. Nochmal die 854 halte ich eher für ein bisschen kritisch, weil wir dann auch wieder eine andere Farbe schon langsam kriegen, wieder an der Wochenkerze. Von daher wäre das eher nicht so mein Favorit. So, aber hier, das ist jetzt für mich, wie gesagt, nur Gerausche. Und wenn der jetzt da oben am Stück doch durchgehen sollte, ich glaube es nicht, ja, also ohne die 085, ich glaube nicht dran. Aber falls doch, oder halt für den Fall, dass wir halt später da durchlaufen oder auch nächste Woche. Wie sieht es bei mir hier oben aus? Ich habe hier generell ist das halt alles für mich so der rote Bereich, auch wenn es jetzt hier ein bisschen komische Farbe ist an der Stelle. Aber da ist er halt so oft wieder nach unten katapultiert worden. Und das heißt, da hätten wir halt hier irgendwo die nächsten Level, einmal hier die 24.424, die auch schon vorher recht gut immer wieder reagiert hat. Das wäre halt so die nächste Anlaufstelle, dazwischen sehe ich irgendwie nicht irgendwas. Auch hier der kleine Rücksetzer von heute Morgen. Auch wenn wir da jetzt ein Engulfing haben, das mit bisschen Anlauf kriegt man da schon da raus wieder. Und aber vom Prinzip her ist da nichts. Ne? Das war wohl nur eine Übertreibung halt ohne die nötige Liquidität dann halt von dem Gap, was wir da halt haben. Ne? Also hier das Breakaway Gap. Vielleicht auch noch mal kurz ein Wort dazu. Das sehen wir halt. Ne? Das war im Tagwechsel haben wir halt hier ein Gap gehabt, jetzt mit irgendwie 70, 80 Punkten und was dann auch direkt verkauft wurde. Und auch im zweiten Anlauf dann hier, das hatte ich halt auch in meinem Blog soweit alles richtig, ne, dass wir da auch mal dran laufen dürfen. Und Dienstag war das, glaube ich, sogar, habe ich noch gesagt, das Maximum. Also wenn das übertreibt, wäre wirklich die 167 ist es eigentlich oder 164, kommt ja auf 3 Punkte nicht an. Das wäre dann das Maximum und dann sollte es eigentlich runtergehen. Das hat auch gepasst. So, das heißt, so ein Gap ist halt immer gefährlich, weil mit sowas fangen oft größere Bewegungen an und so fing auch der ganze Crash übrigens an bei 29.500 irgendwas. So, und da war halt hier die Gefahr und deswegen habe ich auch am Anfang der Woche geschrieben, mit Fragezeichen allerdings, ob das jetzt hier die zweite Welle im Crash wird und habe auch am Dienstag schon gesagt, wenn die das Gap nicht schleunigst zukriegen und dann ist es halt einfach, hat das wirklich Potenzial, nochmal nach unten wegzurauschen. So, jetzt ist es ja zu und damit ist für meine Begriffe die Gefahr auch erstmal gebannt, dass da jetzt halt irgendwie noch was nachkommt, weil ein Gap Close von unten ist für mich nie bärisch, nie. Auch wenn ich jetzt hier Short gehandelt habe, aber es ist ja nur ein Impuls, aber das ist nicht bärisch, weil das Ding jetzt halt hier zu ist. Deswegen glaube ich nicht, dass wir nach unten da wegpurzeln. Ich glaube, dass wir nochmal, wie gesagt, einen Dip machen und dann entsprechend nach oben dann heute Abend rausziehen. Und wie gesagt, nächste Station, die 424. Ob man das dann shorten muss, das steht auf dem anderen Blatt. Man kann, so finde ich, ohne jetzt hier eine Empfehlung abgeben zu wollen, wäre es, glaube ich, sinniger, dann halt irgendwo auf der Unterseite zu konzentrieren, in Geduld zu üben und dann halt lieber irgendwie long einzutüten. Weil was dann hier oben passiert, gerade an einem Freitag, weiß der Kuckuck, ne? Also wenn er da hinkommt. Ich habe keine Glaskugel, aber das ist für mich nach alledem, nach der ganzen Selbstkritik, auch die ich jetzt ja auch für mich da üben musste, einfach das plausibelste Szenario. Und
Und oft ist es eben freitags so, dass Short aufgelöst wird. Das heißt, wir haben da ganz merkwürdige Bewegungen, die sich halt dann nach oben fortsetzen. Da hat man mit Short dann auch keine Chance, wenn das erstmal in Fahrt kommt. Und deswegen ist, glaube ich, interessanter, wenn man das halt irgendwo noch erwischt, dann eher zu gucken, wenn man drin ist, hier oben einfach mal die Füße stillzuhalten und dann halt gucken, wie das Ganze sich dann auflöst. Und dann halt, das ist dann wahrscheinlich eher ein Thema für nächste Woche, sofern das jetzt halt so passiert. Und da muss man halt gucken, wie jetzt hier mit den letzten Hochs dann halt umgeht. Im Tageschart, da gehe ich auch mal noch kurz drauf ein, warum das halt hier natürlich auch interessant ist. So, das habe ich mir leider total zerschossen. Das muss ich nachher nochmal neu machen, das Setup. Da habe ich jetzt gar keine Linien mehr. Ich versuche das aber trotzdem jetzt hier mal im halbwegs Schnelldurchgang nochmal hinzukriegen. Ich mache mal die runden Marken, mache ich mal aus. Und zeichne mir das jetzt hier nur mal gerade so, wie es passt, was für meine Begriffe hier eine Rolle spielt, was ja auch durchaus legitim ist. Bei heftigen Bewegungen sind halt Fibos. Ich zeichne die immer ein bisschen anders, wie man sieht. Ich gehe immer an die Schlusskurse, nicht an die Peaks. Ich hoffe, er lässt mich hier. So, sind jetzt auch falsch, ist mir auch klar, ne? Eigentlich müsste es genau andersrum sein. Aber komm, mache ich, bevor wieder einer sagt, ah, der Hilger zieht die Fibus falsch rum. Nein, ich ziehe es richtig rum. So, weil das ja die Bewegungsrichtung. So, und da sieht man halt, hier mal Dings anmachen. Und gibst du mir Ray. So. Finde ich halt schon legitim, das hier auch mal zu verwenden. Vor allen Dingen, weil, wenn man das jetzt mal kleiner macht, dann fällt nämlich auch Folgendes auf, nämlich diese Geschichte hier. Da haben wir nämlich halt relativ fetten Support gehabt in der Vergangenheit. Ne, sieht man ja hier deutlich drauf aufgesetzt an den Punkt. Das spielt jetzt mal keine Rolle, aber ab hier deutlich aufgesetzt und hier auch nochmal reagiert mit einer Übertreibung und dann halt zack, weg. So, und da haben wir genau, wie man sieht, auch eine Korrektur. So, und zwar genau die, die wir brauchen. Ne, nämlich halt hier, das wäre die 38, wäre das an der Stelle. So, die kann man ein bisschen genauer ziehen, hier auch auf Schlusskurse. Wenn ich die genau da hinsetze, das liegt exakt zusammen. Und da direkt darüber haben wir halt vor allen Dingen halt auch noch, mal gucken, was hier geht im MT5, da haben wir nämlich auch noch hier ein Gap. So, und das ist natürlich schon ganz klar ein Hingucker. Ne? Also im Tageschart, also wenn es hier um irgendwas geht, dann die Geschichte hier. Weil das war auch das letzte Gap, was ich halt hier sehe von dem ganzen Crash oder wo es halt eigentlich richtig losging überhaupt. Ne? Weil bis dahin war ja alles gut. Bis dahin war es ja erstmal nur mit Übertreibung hier ein Aufsetzer. Da kann man auch hier unten den als Beispiel noch reinziehen. Da sieht man das halt auch. Ich mache den mal ein bisschen dünner, der ist nämlich nicht wichtig, beziehungsweise nicht so wichtig. So, und da sieht man halt hier an dem letzten Peak, da an der Stelle, da sieht man halt, das war der letzte Support und der wurde hier, weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber hier wurde der ganz knapp nicht erreicht. So, da hätte man nur denken können, okay, die ganze Geschichte, das ist nur ein Dip und jetzt kaufen wir den ganzen Salat wieder hoch. So, das war aber eine Bullenfalle, nämlich wie man hier sieht. Gut, auf die Idee, da die Fibus zu kommen, wäre ich jetzt auch noch nicht gekommen, ne? Außer man hätte halt wirklich von oben bis zum Tage der Trump-Wahl die Fibus gezogen, dann hätte man das Bild tatsächlich schon gesehen. Aber gut, das wäre natürlich auch ein bisschen vermessen gewesen, da halt reinzugehen. Aber ich kann es ja trotzdem mal erklären. Und was man nämlich jetzt halt eben hier sieht, ja, das war halt einfach nur, jetzt ist es halt die 23,6 an der Stelle, ne? Und im Rücklauf entsprechend dann halt eben 76. Das würde ich mal eher nicht sehen, sondern darum, das ist halt jetzt entscheidend, finde ich, nachdem die 50%, wo wir hier die ganze Zeit ja dran kleben, da sind wir ja hier ungefähr, nachdem die ja jetzt langsam irgendwie auch mal vom Tisch sind, und wir hier jetzt halt da oben mit dem kleinen Spike über die 622, da habe ich aber auch gesagt, das ist Short da oben alles, das hat auch gepasst, aber da hatte ich aber auch kein Trade oder sowas gepostet. So, aber nichtsdestotrotz. Das scheint zu machen zu sein, ne? Genauso wie hier die 50% von der Abwärtsbewegung, so dass wir da halt
wirklich dann im größeren Timeframe über die 25.398. Darüber reden wir. Und da wird es dann halt interessant, weil dort wird sich dann für meine Begriffe dann auch entscheiden, ob wir hier wirklich so eine V-Korrektur kriegen, woran ich irgendwie noch nicht glaube. Also V heißt an der Stelle einfach nur oben durch. Sieht irgendwie für meine Begriffe nicht so aus. Ich würde eher tippen, dass wir hier nochmal richtig korrigieren und dass wir da halt auch nochmal irgendwo eins zurücksetzen. Irgendwo, natürlich jetzt nicht genau ab der 398, der kann auch mal irgendwie da reinschießen ein Stück, aber dass wir da halt mal sowas hier dann auch wieder kriegen. Das ist halt, fände ich jetzt halt schon nachvollziehbar, wäre auch nicht weiter schlimm, wenn man sich das Ganze halt mal anguckt, wenn das halt das Bild werden sollte, nur mal als Beispiel, solange wir dann halt hier dann auch nochmal das Ganze in Angriff nehmen, ist alles gut. So, gefährlich wird es halt natürlich, wenn wir unter 21.000 dann halt hier fallen. So, aber das wäre halt für mich eine Bewegung, die ist halt, die finde ich halt schon sehr plausibel. Das seitwärts Geschrubbel hier, nachdem, wie es sich jetzt auch vor allen Dingen jetzt diese Woche entwickelt hat und vorausgesetzt, wir schließen heute Abend auch hier irgendwo in über der 24, und dann sollte das eigentlich in jedem Fall nach oben auflösen und dann halt auch hier nächste Woche oder so, dann dahin laufen. Und dann werden wir halt sehen, was dort passiert. Aber das ist halt für mich jetzt wirklich das absolut plausibelste Bild, wie gesagt, nach dem ganzen Vorbau von der Woche hier, was man jetzt auch sieht. Und das ist halt entsprechend auch nicht so einfach. Das ist im Wochenchart, ne, wie die Kerze sich hier darstellt, jetzt mittlerweile, die ist halt noch nicht fertig, ist klar. Ne, aber ich hätte halt wirklich getippt, so, dass wir ab da nochmal ein Stück zurücksetzen und dann halt die Geschichte nach unten beenden. Macht er aber nicht. Das hier waren nur Innenstäbchen. Und bisher, da haben wir auch irgendwie jetzt mal knapp unter der Eröffnung dann halt auch wieder angesetzt. Ne? Das heißt also hier, ich hoffe, man kann es erkennen, ich bin ja nicht davor. Ne? Nee. So, das heißt hier, das war der letzte Außenstab, da haben wir halt auch kurz davor nochmal angesetzt und hängen hier einfach jetzt an der Oberseite von dem letzten Außenstab. Und warum soll er da jetzt nicht eins dran setzen? Alles gut. So, wie gesagt. Ich habe es am Montag alles noch ganz klar gesehen. Irgendwie dann war ich mal vernebelt, aber ich glaube, der Blick hat sich jetzt dann aber auch wieder soweit erstmal geklärt. Und deswegen würde ich schon eher tippen, dass wir mit der Zeit heute nach oben auflösen. Da kommen ja gar keine Fragen. So, ist das alles so schlüssig oder ist da jemand ganz anderer Meinung und sagt, boah, Hilger, du hast keine Ahnung. Und dann, oder du übersiehst was, immer gerne her damit. So, wie man sieht, ne, geht hier auch nicht weiter, ist jetzt nur ein bisschen ein Gezappel. Die Hauptbewegung haben wir vorhin eingetütet hier von oben nach unten und wir stehen jetzt eigentlich nur noch dazwischen. So, das passt ja dann auch von der Einschätzung und deswegen, ich denke mal, alles andere jetzt hier ist ja soweit gesagt zu dem, was jetzt halt eben, was ich jetzt für ein krasser plausibel halte. Und da muss ich jetzt auch nicht mehr wirklich irgendwas ergänzen. So, zu handeln gibt es jetzt hier wahrscheinlich auch nichts mehr. Das war dann heute mal eine ganz schnelle Nummer. Das ist ja auch okay. Es gibt, glaube ich, echt Schlimmeres. Hier, wenn man irgendwie halt direkt in der zweiten Minute da halt irgendwie 70 Punkte mitnimmt. So, wo sind wir hier? Der DAX. Mein Ex-Freund, der DAX. Hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, der hat mich irgendwie, also ich will nicht sagen geärgert, ich habe ihn fast nicht gehandelt, aber. Die Bewegung, die der da gemacht hat, die war irgendwie, die hätte so nicht sein müssen. Also hier oben Short, alles gut, schön. So, aber da sind wir ja nicht. Wir sind ja hier in dem Bereich. So, 883 kommt auch aus meinem Blog. Dazwischen warme Luft. So war es halt eingezeichnet und da stehen wir jetzt halt auch. Was mir beim DAX nicht gefällt, ach, den habe ich mir auch zerschossen. Gut. Da fehlt halt auch das Daily Setup. Das muss ich wohl alles neu machen. Beziehungsweise da muss ich halt mal ein paar Backups, glaube ich, nachher auspacken. Was man halt hier, wo sind wir? Mit dem Gap. Ach so, wir stehen ja schon einen Kilometer drüber. Okay. Muss ich auch mal noch mal kurz einzeichnen. Na, komm schon. So. Also hier das gleiche Spielchen. Da war das Gap. Sehe ich das richtig? Ja, ne? Echt, ist ja schon so weit drüber gelaufen. Okay. Ich habe den DAX, wie gesagt, Entschuldigung, gerade nicht so wirklich. Oh,
Welchem Gesetz steht das denn, dass man immer an die Peaks dran muss? So. Ja, also hier, da ist halt auch so das Gap, was auch zuerst mal ein Breakaway Gap war und was ich halt komplett unnötig fand, weshalb ich da auch echt die Tage mal nur den Kopf geschüttelt habe über den DAX. Also generell sage ich, und dabei bleibe ich auch in fast allen Fällen, aber eben nur in fast, aber dafür in so vielen, dass man damit was anfangen kann, ist ein Gap Close von unten nicht bärisch. So, jetzt hat der DAX gemacht, macht das Gap zu und macht erstmal ein neues Tief. Das ist so typisch, dass halt, das ist total unnötig. Ja, der Dow ist einfach nur ganz sauber abgeprallt, so wie das ja auch gedacht war und zieht dann nach unten. Aber DAX schließt das Gap, geht dann runter. Das ist, ich weiß nicht, das kann man ja auch in anderen Märkten sehen und dass das halt so in der Regel nicht läuft. Ne? Und vor allem der Dow hat es ja auch nicht gemacht. Deswegen habe ich den DAX auch irgendwo gedanklich ad acta da halt gelegt. Habe ich gesagt, so, das brauche ich nicht. Ne? Die 731 fehlt hier noch, fällt mir gerade auf. So, die weiß ich auswendig. So, und das hätte gereicht. 731, da auch kurz drüber. Super. Ne? Ist übrigens hier in das Gap, wenn man sich das mal unter der Lupe angucken will, in das Gap ist er übrigens genau 61,8 reingelaufen und ist dann runter. Alles fein, ja, aber nicht das. Das ist halt so wirklich absolute, für mich ist das Willkür. Das ist manipulierter Unsinn einfach. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, wie es läuft, ne, ich meine, er macht ein neues Hoch, macht dann neues Tief, macht dann wieder ein neues Hoch. Das geht ja auch mathematisch nicht unendlich sowas, ne? Deswegen kann das auch nie die Regel sein, dass nach einem neuen Hoch ein neues Tief und nochmal ein neues Hoch und nochmal ein neues Tief kommt. Das hat irgendwann muss sein Ende haben, weil es mathematisch einfach nicht darstellbar ist. Eigentlich ganz simpel. So, und auch deswegen war das halt schon totaler Nonsens. So, dann zieht er hier runter, setzt auch auf dem letzten Cluster auf, die 483 verfehlt, warum auch immer, und zieht dann jetzt hoch. So, und heute Morgen stehen wir dann hier oben rum. Alles gut und schön. Und aber der ist halt irre, einfach momentan. Anders kann ich das halt nicht sagen. So, und da werden jetzt halt auch, der sieht ja auch jetzt nicht gerade aus, als würde er jetzt da halt heute in sich zusammenfallen, irgendwie wie so ein Kartenhaus, da glaube ich irgendwie auch nicht dran. Der schwebt hier oben irgendwo rum, der weigert sich ja sogar hier halt irgendwo auch, genau wie im Dow, auf dem Hoch da halt aufzusetzen. Nochmal, na, was er, halt, glaube ich, gestern müsste das gewesen sein, gemacht hat, selbst da, das, ja. Das sind so jetzt die Minimumgeschichten, die halt hier kommen müssen. Und das heißt also hier auch im Gap ja das Gleiche. Macht irgendwie das Gap zu, beziehungsweise ne, die Bewegung ist auch schon wieder so ein Ding. Hoch und wieder rein und nochmal raus. Okay, aber bricht dann hier aus und macht dann auch keinen Backtest. Das heißt, auch hier wäre so eine kleine, so ein Dip rückwärts. Das ist so. Das sollte schon irgendwo drin sein, ja. Bis wohin jetzt auch immer. Wahrscheinlich macht er wieder irgendeinen Kram. Aber halt so vom Prinzip her, so, ne. Das wäre so das Minimum. Wenn man sich das mal anguckt, das ist für meine Begriffe eigentlich auch noch viel zu steil. Eigentlich kann der auch sowas machen. Ruhig ein bisschen tiefer. Aber wie gesagt, ich traue dem irgendwie momentan nicht über den Weg, beziehungsweise ich traue mich schon über den Weg, aber der läuft nicht schön im Moment, ne. Auch wenn das Bild soweit okay ist, aber für meinen Ansatz, nee. Also das ist mir zu crazy, was der da halt treibt. Ne? Aber generell, das wäre halt schon noch plausibel. Ja? Dann wären halt hier auch noch mal ein paar Bullen raus. Und aber solange man halt hier diese Geschichte nicht verletzen, ist alles gut. Diese Tiefs von heute, die er da gemacht hat, das finde ich total egal. Also die hängen hier irgendwo in der Luft. Da fehlt halt einfach ein Stück nach unten, die kann er ruhig rausnehmen. Das wäre dann zwar auch schon wieder wahrscheinlich so ein bisschen irregeführt, das wäre auch für meine Begriffe kein Stockfishing, sondern eigentlich nur legitim, weil die halt einfach nicht, das sind so nicht fertige, nicht abgeschlossene Bewegungen. Warum es mathematisch nicht darstellbar ist, hoch, tief, hoch, tief, ja, kann man ja selber ausrechnen. Ich meine, mal angenommen, ich lege mir einfach nur eine Strecke von als Beispiel 100 Punkten irgendwo hin, ja. So, nur mal irgendwie als Beispiel oder egal, sag mal, komm hier runter. Und sag mal hier, ich habe halt irgendwie, ist das jetzt gerade? Weiß ich nicht. So, von mir aus. Wenn ich jetzt als Beispiel so eine Geschichte halt habe,
Doch eigentlich mal ein Zeichentool, aber irgendwie will das gerade nicht. So, wie oft kann man sich ja selber die Frage stellen, wie oft kann ich da halt neue Tiefs und neue Hochs machen? Beziehungsweise, was passiert, wenn ich das einfach weiter kopiere? Ja, so, neues Hoch, neues Tief. Das ist halt einfach unendlich, weil es in die Unendlichkeit geht. Deswegen ist es mathematisch nicht darstellbar, ist ganz einfach. Und ich kann das nur irgendwie zwei, dreimal machen, vielleicht auch noch viermal. Aber dann ist halt einfach Schluss. So, dann muss es sich in eine andere Richtung auflösen, um sich dann wieder von neuem aufzubauen. Aber so halt, ne, weiß, das sieht man ja, da ist halt irgendwann der Bildschirm zu klein und damit natürlich halt auch der darstellbare Zahlenbereich. Breitet sich aus wie Corona. Nee, nicht wirklich Corona, die eine Richtung. Und ist auch nicht unendlich. Das ist auch irgendwann Schluss, ne? Egal wie logarithmisch es ist, irgendwann ist halt Feierabend. Nee, es hat hier der Dirk geschrieben, wie Corona, nein. Gut, ne? Also von daher, deswegen, so, wenn man sowas sieht, da weiß man, okay, beim nächsten Mal muss es funktionieren. Oder allerspätestens beim übernächsten Mal muss es sich auflösen. Und weil das einfach nicht anders gehen kann. Also nochmal hier höheres Hoch, tieferes Tief, nochmal höheres Hoch, da kommt kein tieferes Tief mehr. Das hat eine Wahrscheinlichkeit von irgendwie weniger als 1%, behaupte ich mal. Beziehungsweise je öfter es passiert, umso kleiner wird die Wahrscheinlichkeit. Und irgendwann ist er halt bei Null. Okay, so, also. Da wäre halt irgendwie natürlich auch, ne, wenn er die Geschichte nach oben auflöst, wenn halt hier die letzten, jetzt habe ich hier so ein Zeug reingemalt, jetzt muss ich wieder loswerden. So, wenn er das nach oben auflöst, dann wäre natürlich halt entsprechend hier so hier letzter Support, 11.058 oder halt 11.218, das wären halt so die nächsten plausiblen Anlaufstellen hier im Stundenchart. Im Tageschart muss ich mit dem mal angucken, oder gibt es ja doch noch ein paar Linien hier? Sehe ich gerade. Das ist aber eigentlich der Stundenchart. Aber egal. So, machen wir das mal leer. So, da sieht man halt auch, ne, hier ist halt auch das so ein ordentliches Abwärtsgap. Also die Bewegung vom DAX ist echt eine andere als vom Dow. Man muss aber auch sagen, der DAX hat aber auch wesentlich stärker. Er ist wesentlich stärker gecrashed als der Dow. Also prozentual auf jeden Fall. Und kann man ja auch mal, habe ich noch gar nicht gemacht, mache ich jetzt aber mal auch wieder auf den Kopf gestellt. Gut, ist egal. So, auch mal hier mit Fibos. Dann gucken wir uns mal an, wie die Geschichte hier aussieht, wo wir denn da stehen. So, da ist halt die 50%. Da war halt bei ihm das Gap. An der Stelle auch mal kurz reingestochert. Und ich würde jetzt fast schon wieder wetten, dass das die 61 ist, wenn ich jetzt mal hier das Gap aufdrösele. Mal gucken. Da haben wir das Gap. Bis dahin. Tatsächlich, ne? Sieht man, was ich meine? Dass wir hier in dem Bereich 61%, das kann man sich übrigens mal merken, das funktioniert nämlich echt oft, 61% ins Gap rein und dann wieder runter. Perfekt. Soweit eigentlich. Und das hat er auch in dem kleinen Gap hier unten auch gemacht, ne, was ich vorhin gezeigt habe, was man jetzt hier natürlich im Tageschart halt gerade gar nicht mehr sieht. Und aber das ist halt ja völlig legitim. So, und das will er natürlich dann auch zumachen. Das Problem ist dann natürlich, dass der DAX da oben dann halt irgendwie nichts mehr hat. Also das ist nicht zu, ne? Und also generell, ich weiß, die klassische Charttechnik sagt ja auch zum Beispiel immer, dass halt ein Gap Close liegt halt dann vor, wenn sich quasi die Kurse, also die Kurse berühren. Ja? Also wenn jetzt so ein Docht, angenommen, der Docht hier würde den berühren, dann wäre das Gap zu. Das war Quatsch, ja. Weil es ist ein Gap, entsteht ja da, wo eine Kurslücke entsteht. Und die entsteht logischerweise dort, ja, wo sie halt entstanden ist, ja, wo halt der Schlusskurs war und der nächste Eröffnungskurs. Das ist das Loch. Und da spielt es irgendwie keine Rolle, was dann halt irgendwo dann dazwischen halt ist. Und deswegen, wenn man vor dem Aspekt dann halt mal betrachtet, also ich habe halt heute auch irgendwo wieder gelesen, ja, Gap ist zu und dann runter, wo ich so denke, so, nein, ja, wenn man natürlich dann halt irgendwie annimmt, dass halt
ein Gap zu wäre, ja, wenn sich die hier die Docht Lund und Docht berühren, dann von mir aus, dann ist aber das Gap auch nicht zu, ja, sondern dann ist ja halt irgendwie der Versuch unternommen worden, aber mehr nicht. Wenn das Gap aber zu ist, das heißt, wenn wir hier oben in dem Bereich stehen, wenn wir das schaffen, dahin zu laufen, an die 11.529, ich weiß nicht, ob das genau stimmt jetzt, dann fällt der da nicht mehr runter. Dann läuft er da weiter durch. Und zwar in den meisten Fällen. Und zwar wesentlich mehr als irgendwie nur 50%. Ich glaube, die Post hat gerade geklingelt. Die muss jetzt leider. Muss jemand anders die Tür aufmachen. So, und das heißt, wenn wir da oben hinlaufen, dann läuft der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit läuft der auch noch ein Stück weiter. Und da wäre dann natürlich halt hier auch. Kriege ich die jetzt noch weg hier? Ja, hat er irgendwie keine Lust. Also. So, und dann wäre man nämlich halt hier auch, ne, zumindest mal hier oben auf der 61,8. So. Und aber den kriege ich hier nicht so gut zu greifen wie wie den Dow, wie ich das gerade zeigen konnte mit dem Gap. Und von daher gute Frage, nächste Frage, wo da jetzt halt oben die Grenze ist. Aber dass der dann natürlich dann halt, also hier, ne, klar, in dem Bereich, da wo die letzten Supports waren, da wird es dann halt eng und interessanter, lustiger, merkwürdiger oder wie auch immer gearteterweise. Liegt dann halt hier bis dahin, dann natürlich halt auch der EMA dann mal wieder. Genau. So, und von daher ist dann auch, wäre da auch nicht verwunderlich, wenn da nachher so ein Docht drin steckt und wir darunter fallen. So, dann kann man die Schuld beim EMA suchen oder, aber wie gesagt, Geschmackssache. Trotzdem natürlich immer ganz interessant zu beobachten, dass er halt da halt irgendwo mitspielt, ungefähr auf dem Level, wo das halt dann alles dann stattfindet. Gut, so, das ist die Geschichte. So, wo stehen wir denn überhaupt hier? Was ist denn passiert zwischendurch? Nix. Gott. So, also wie erwartet, rauschen die immer noch auf der Stelle. So, wenn ich mir jetzt mal angucke, so, das war halt hier echt die einzige vernünftige Bewegung, mal abgesehen von der natürlich an sich, die jetzt hier sauber mitgenommen haben. Da bin ich doch mal ein bisschen stolz auf mich selber, dass ich halt wenigstens hier nochmal was richtig gesehen haben. Gut, also haben wir noch Fragen, die jetzt nichts damit zu tun haben. Das ist die 11.058, liegt die 160er vom letzten Anstieg? Ja, genau, das passt schon zusammen. Ich habe früher wirklich viel mehr mit Fibos gemacht. In letzter Zeit gucke ich da auch nochmal ein bisschen öfters drauf, aber ich gehe halt jetzt mal abgesehen davon, was ich da vorhin gezeigt habe, von dem einfach hochtief, bisschen anders mit um und versuche halt immer irgendwie vorher schon rauszufinden, was halt irgendwie nachher ein schlüssiges Bild ist. Und das sind schon echt gute Sachen oft bei rausgekommen, aber also übrigens im Dow, das war dann halt übrigens auch der Dip, den wir da halt am Mittwochabend gehabt haben, beziehungsweise Mittwochnacht, das war auch natürlich 76er Fibo. Das kam halt auch noch dazu. Ach ja, zu allem, was ich da halt vorher schon übersehen habe, habe ich auch das übersehen. Das war schon, ja, speziell. Gut. So, ich glaube, Gold macht momentan keinen Sinn. Das klebt irgendwo an der Decke, kommt nicht weiter. Und aber das hatte ich ja vorher immer bei den NFPs ja halt drin und das hat ja oft funktioniert. Aber ich glaube, das ist halt wirklich ja, 710, 1710, das ist ja, also für größere Bewegungen glaube ich, da momentan was zu machen, das ist schwierig. Können Sie mal irgendwie kurz aufmachen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man da irgendwas Neues jetzt irgendwie an Erkenntnissen da halt gewinnt. Was man nicht irgendwie auch ohne Charts irgendwie erkennen kann. So, ich kann ja mal hier geh mal auf den Tageschart. Ja, das ist halt seitwärts. Ne? Seitwärts unter der Decke klebend. Klar, sieht long aus, aber ich meine, das sieht auch ein Blinder, dass das die ganze Zeit schon long ist. Da braucht man keine Glaskugel. Aber halt hier, ne, das ist ein Monat. Ja, was da oben hin und her wackelt, das macht halt irgendwie wenig Sinn. Glaube ich. Ne? Hängt dann zwar hier auch, das sieht man ja auch,
ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, aber was ich hier natürlich auf Anhieb sehe, ist halt die Geschichte hier, dass wir hier nämlich auch wieder ein Gip haben, wo er halt irgendwie dran klebt und auch schon reingestochen ist. Ja, was auch immer es jetzt damit auf sich hat. Aber Gold ist ja, ich meine, das Gap ist jetzt nicht im Abwärtstrend entstanden, ne? Das ist natürlich dann was ganz anderes. Wie jetzt zum Beispiel, wenn so ein Ding halt wirklich in der Abwärtsbewegung da halt entsteht und hat das natürlich eine ganz andere Bewandtnis wie hier jetzt, wenn das halt mal eben eine kurze Unterbrechung der Aufwärtsbewegung ist, würde ich mal tippen. Also das wär jetzt für mich kein Short-Signal irgendwie, um da jetzt von irgendwie auszugehen, dass wir jetzt da halt unbedingt da nochmal irgendwie in die Tiefe stürzen. Aber was mir halt zumindest auffällt, das wäre natürlich so ein Level, was dann halt auch wiederum interessant wäre, wenn wir da halt nochmal hinkommen. Ne? Hier sehen wir auch Widerstand und dann gekauft. Und das wäre natürlich schon so 1616. Wer weiß, vielleicht ist es der Trigger für da runter. Trotzdem wäre das für mich nicht Short, sondern dann halt eher so die nächste Möglichkeit für eine Gelegenheit, da halt nochmal irgendwo halt reinzukommen in die Geschichte. Ne? Also hier 1616, wenn sowas dann kommt, da kann man, glaube ich, dann mal drüber nachdenken, ob man den nicht nochmal long eintütet. Aber hier oben halte ich für nicht so wahnsinnig wichtig. Gut, was? Gold ist schön gefallen heute. Ja. Also für mich bewegt sich das nicht wirklich. Sieht eher nach Stillstand aus, die Geschichte. Alright. Meinst du die Wohler in den Institut? Ja, also fragt gerade jemand bezüglich der Volatilität. Die wird dann wieder losgehen, wenn wir halt am Punkt sind, wo halt wieder alle aufeinandertreffen. Ne? Also das heißt, wenn wir halt einfach dahin kommen, wo ich es halt vorhin gezeigt habe, zum Beispiel im Dow, wenn dieses große Gap dann halt kommt, also jede Wette, dass dann halt dort entsprechend dann, dass wir dann nochmal ganz andere Länge von Stundenkerzen und so weiter bekommen, als was wir die letzten Tage jetzt hatten. Wobei wir jetzt auch schon gesehen haben, dass er halt stressfrei auch mal wieder irgendwie 200, 300 Punkte am Stück machen kann mit einer Kerze. Gar kein Thema, ne? Ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was wir da halt vor ein paar Wochen da halt hatten. Da waren ja eher schon mal 700, 800 mit einer Stundenkerze drin. Über 1000 war auch einer dabei. 1200 oder was war, glaube ich, ne? Die längste. Ich weiß es nicht genau. Aber das wird natürlich wieder kommen. Also wie gesagt, da an der Stelle, wo es dann halt wirklich um die Wurst geht, wo sich dann entscheidet, kriegen wir jetzt wirklich so ein V oder starten wir hier wirklich den zweiten Anlauf nach unten. Ne? Und vor allen Dingen dann ist halt auch die Frage, wie der da endet. Aber vor allen Dingen an den Punkten, da wo es halt wirklich um was geht, da sieht man es ja halt auch, dass genau dort wird es dann entsprechend wirklich lang. Und das war zum Beispiel im Dow, war es dann halt, da, wo wir in die Nähe gekommen sind von der Trump-Amtszeit, wo die halt begonnen hat. Und da hat man halt schon deutlich gesehen, dass die Volatilität da wirklich das war es, wo es wirklich durch die Decke gegangen ist, wo wir die höchste Vola hatten. Klar, weil dort natürlich dann halt diejenigen sitzen und sagen, ey, das geht gar nicht und so billig wird es nie wieder. Und dann die anderen, die dann halt irgendwie auf, weiß der Kuckuck, wo die da halt aus welchen Wolken die gefallen sind, gesagt haben, ey, die Welt geht unter, ich will alles raushaben. Und genau die treffen da aufeinander. Und dann kriegen wir natürlich genau solche Bewegungen. Und das ist immer an solchen Entscheidungspunkten. Und ich würde behaupten, dass wir an der Stelle, wie ich sie vorhin im Dow halt gesehen haben, das ist, wenn das der Entscheidungspunkt ist und wenn dann diejenigen, die halt mit den großen Positionen da halt ankommen und sagen, ja, wir haben jetzt hier die zweite Chance, hier alles rauszuwerfen. Das ist die letzte Gelegenheit, bevor, in Anführungszeichen, halt die Welt untergeht, dann werden die das auch tun, wenn die davon überzeugt sind. Und dann kriegen wir natürlich eine massive Wohle halt nochmal an der Stelle. Ob sie das tun, weiß ich nicht. Ich halte es aber zumindest für sehr plausibel, dass da einige die Reißleine ziehen und sagen, so, wir machen Cash und gucken uns mal an, was halt weiter passiert. Und dann gibt es natürlich die anderen, die halt voll dagegen halten. Also, das glaube ich schon. Gut, also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, weil ich habe jetzt hier auch irgendwie nicht, kann jetzt hier nichts mehr machen. Erklärt ist ja alles. Ja. Und jetzt muss ich mich halt mal angucken, wie die Geschichte weiter aufgeht gleich mit der Markteröffnung hier um 15:30 Uhr, also in einer Viertelstunde. Und wenn das so aufgeht,
Wir werden sehen. Und spätestens in 2 Wochen beim Live-Trading hier bei FX Flat. Quatsch, nicht in 2 Wochen, in einer Woche. Also Dienstag in einer Woche. Und wenn jemand Lust hat, kann er ja irgendwie mich drauf ansprechen und dann gucken wir uns das nochmal an, ob das so aufgegangen ist. Eventuell poste ich aber halt nachher irgendwie auch noch einen Trade, wenn irgendwie was dabei rauskommen sollte und dann, wer weiß, mal gucken. Ne? Versprechen kann ich es nicht, weil ich auch noch ein paar Sachen auf der Uhr habe heute und aber ihr seid ja schon alle groß, dürft das auch selber entscheiden und selber machen und tun und es auch mit euren Ideen abgleichen. Also, ich sage Dankeschön an der Stelle. Wie der Nelson schon gesagt hat, sehr zahlreich wieder alles und freut mich natürlich sehr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf und bleibt gesund und übergebe an der Stelle dem Nelson das letzte Wort. Heute mal andersrum. Ja, vielen, vielen Dank, Dirk, für das Webinar. Schön, dass alles noch gut zu Ende gegangen ist hier nach deinem kleinen Missgeschick. Und ich wünsche dir natürlich auch ein schönes Wochenende. Wenn du heute noch tradest, natürlich viel Erfolg. Das wünsche ich allen anderen Teilnehmern auch. Danke fürs Dabeisein, für die Fragen, für das Interesse. Mit Dirk geht's am 18. weiter. Da haben wir wieder Serial Trader Helpdesk. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, passen Sie auf Ihre Position auf.